hier ist Jasmin von Hase Production. Ja, donnerstags wie immer gehe ich einkaufen. Ich hab's euch, zeig's euch gleich, was es alles gibt. Am Montag hatte ich ja ein Futtery geschickt. Das ist noch ein gesendet. Das ist noch ein altes, wo Mann und Sohn drauf sind. Und dann kommt nächste Woche noch mal eins und am Samstag kommt noch ein anderes Video. Es kamen viele Fragen, wie es den beiden geht. Ich würde sagen, relativ gut. Und ja, jetzt fange ich erstmal an mit dem Wochenplan. Also heute gibt es Leberkäse mit Brötchen. Dann gibt es einmal Schinkennudeln. Das werde ich euch dann auch abfilmen. Das gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche. Dann gibt es einmal Kohlrabi mit Schnitzeln. Dann wollten wir einmal Gänsepfanne machen mit servierten Klößen und Rotkohl. Die Gänsepfanne steht noch in den Sternen, ob wir sie in einem anderen Netto bekommen. Da schaut mein Mann aber gleich. Dann gibt es einmal eine Lauch-Hackfleischsuppe. Dann mache ich einmal italienische Pfannkuchen und einmal mache ich Käsespätzle. Ja, dann fangen wir mal mit dem Einkauf an. Für heute Nachmittag habe ich 2 Krapfen und 2 Donuts geholt. Die Krapfen sind im Angebot für 33 Cent und die Donuts kosten 49 Cent. Übrigens, ich habe heute 37,94 Euro ausgegeben. Dann für heute Abend 5 Brötchen zu je 15 Cent. Dann 2-mal Champignons. Ihr wisst es ja mittlerweile, die schneide ich klein und friere sie ein. 2 Packungen für 2 Euro. Dann wie immer unser Vollkornbrot. Da habe ich mir die Verpackung geändert für 69 Cent. Ein Stück Gouda für 2,89. Ich reibe den immer gerne selber, wenn ich geriebenen Käse brauche. Ansonsten halt auch stückweise so essen. Für die Schinkennudeln brauche ich natürlich auch Schinken für 1,19 Euro. Dann habe ich einfach noch mal ein Packerl Wiener mitgenommen für 2,29 im Angebot. Der Kleine mag derzeit gerne Wiener. Zum Frühstücken am Sonntag ein Schrimpsalat. 1,69. Für die Lauchsuppe brauche ich natürlich auch Lauch. 2 Stück für 80 Cent im Angebot. Dann einmal ein Traubenmix für 1,69. Auch wie jede Woche der Frischkäse für den Kleinen für 99 Cent. Piccolinis sind im Angebot für 1,29. Die wollte der Kleine mal wieder haben. Einfach mal so auf die Schnelle mittags oder so. Dann Knusperdinos für 1,99. Da habe ich nämlich keine mehr da. Dann für heute Abend der Leberkäse für 1,85. Dann einmal einen Schmelzkäse, brauche ich für die Lauchsuppe, für 99 Cent. Hackfleisch, Rinderhackfleisch ist im Angebot für 2,89. Habe ich eine Packung geholt. Einmal eine Rotkohl, habe ich schon mal mitgenommen, falls wir doch nicht die Gänsepfanne kriegen. Dann einmal Schweinenacken ist im Angebot, das Kilo für 3,59. Das sind jetzt 2,5 Kilo. Dann 3-mal Sahne für 65 Cent. Und für mich ein Cola-Mix
für 45. Ja, das war's für die Serviettenklöße. Die Brötchen werde ich dann noch am Samstag besorgen. Und ja, wie gesagt, die Gänsepfanne schaut mein Mann, ob er die noch kriegt. Und das war's dann wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, würde ich mich darüber natürlich auch sehr freuen. Also dann, schönen Tag noch.